Ruhe bitte! Tür zu! So, das kannst du mal da reinschneiden. Cindy, du bist jetzt seit über 2 Jahren hier in Kiel. Welsee. Wie jedes Bier. Wunderbar. Das Leben ist schön. Was macht das mit deinem rheinischen Dialekt? Ja, nichts. Ja. Wenn der Kunde ein Problem hat, kommt er gerne her. Ich darf ihm als Problemlöser helfen. Auch mal die netten Gespräche miteinander. Man baut Freundschaften auf. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das normal ist, aber für mich ist es eine Leidenschaft. Und wenn man Verkauf als Leidenschaft sieht, hat man, glaube ich, auch immer großen Spaß und große Freude daran, seinen Job jeden Tag neu zu beginnen. Und du warst in Reisdorf und der hatte das nicht da? Nein, und haben uns hierher geschickt. Und jetzt bist du hierher gekommen? Jetzt bin ich hierher gekommen. Mega geil. Darf ich das abscannen? Einmal noch. Geht wieder nicht. Wir müssen das wiederholen. Geschafft. Ja, das hier ist unsere wunderschöne neue Niederlassung in Kiel-Welsee. In der Baubranche ist ja oft die Spanplattenschraube sehr beliebt. Das befindet sich alles hier. Und ab hier beginnt dann auch der Teil für die größeren Leute. Zimmereien, Dachdeckereien brauchen sehr oft Zylinderschrauben, Tellerkopfschrauben, Tischler. Dafür haben wir kopflochgebohrte Schrauben mit Kappen. Wir haben Bohrschrauben, Terrassenbauschrauben, Edelstahlschrauben, Schrauben. So, was haben wir noch? Was müsst ihr noch sehen? Schrauben? Ja. Das ist allein, der für ne? die Silikonpistole. Mischte bitte in der Düse und die ersten 3 Pumpstöße weg, ne? Ja. Wegen dem ja. Mischverfahren. Ja. Hast du alles andere? Ja. Gewinde, Stangenbohrer? Alles. Ausbläser? Alles. Bohrloch bitte reinigen. Auf jeden Fall. Danke. Na, was ist los? Hier, die beiden. Hier, die beiden. Die beiden haben genau. Die haben nach dir gefragt. Sie haben hier Leute. Na, erzähl mal. Ich hab die eben schon gefunden. Genau, die Siebener Nuss. Die Nuss, hast du auch die Bildaufnahme dafür für den Viertelzollknast irgendwas? Was ja, natürlich. Vorne. Braucht ihr nicht beide eine Nuss? Prima, dann könnt ihr euch gegenseitig auf die Nüsse gehen. Ich wollte mal kurz auf die Nüsse gehen, Entschuldigung. Das ist Torz. Ja, nehme ich auch. Die 2 oder was? Jawohl. Und sonst? Ja, läuft. Was ne? läuft am Wochenende? Ja, bin ich ja wieder bei dir in der Straße. Ne? Ja. Also das ist aber das Haus vorne links. Du kommst da hoch und dann links. Genau, hoch und dann geht es nur rechts und links. Ja, genau. Genau, genau an der Ecke, das weiße Haus. Da hätte ich gewusst, dass du da wohnst, hätte ich auf deine Auffahrt geparkt. Geht nicht. Ja. Da steht der Camper. Ja. Aber ich hätte den Kaffee ausgegeben. Sie geht auf ihre Kunden zu, als wären es ihre Freunde. Und das ist auch das, was Cindy ausmacht. Das ist aber auch das, was unser Unternehmen ausmacht. Tatsächlich. Also hier geht man raus mit dem Lächeln. Gabo? Ja? Du, ich würde jetzt Feierabend machen. Mach das. Denkst du bitte an die Fenster und auch an die Kasse, dass du die noch zählst? Ja. Ja, sonst cool. Noch was? Nö, das passt alles. Alles klar, dann schönen Feierabend dir, ne? Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. So. Mal Abfahrt machen. Tada. Geiler Tag. So kann man ins Wochenende gehen. So. Tschüss. Und immer lächeln, dass die Sonne scheint.